Alle Räder stehen still. Die Deutsche Bahn hat wegen der Warnstreiks bundesweit den Fernverkehr eingestellt. Betroffen sind alle ICE- und IC-Züge. Auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr ist bundesweit massiv eingeschränkt. Gleiches gilt für den Güterverkehr. Die mehrstündigen Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG begannen am frühen Morgen. Es werden Einschränkungen im Fernverkehr über den gesamten Tag erwartet. Reisenden wird empfohlen, nach Möglichkeit auf den Dienstag auszuweichen. Fernverkehrstickets mit Gültigkeit Montag können bis einschließlich kommenden Sonntag genutzt werden. Die EVG droht mit weiteren Warnstreiks in den nächsten Tagen, falls die Bahn im Tarifkonflikt kein verbessertes Angebot vorlegt. Die Gewerkschaft fordert 7,5% mehr Geld. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben ein 7%-Paket vorgelegt. Die Bahn verhandelt parallel mit der EVG und der Lokführergewerkschaft GDL.